Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lord Weekly. Heute gibt es eigentlich gar nicht so viel vorher zu erzählen, so wie eigentlich immer. Nur, dass ich ab heute eure Kommentare mit hineinbringe in Lord Weekly. Sprich, ihr könnt mir ab heute in jeder Lord Weekly Folge einfach mal einen Kommentar schreiben oder eine Frage und darauf werde ich dann antworten, wenn es zum Beispiel eine Frage ist. Oder wenn es irgendwas komplett Bullshittiges ist, werde ich es höchstwahrscheinlich dann komplett ignorieren, da ich nicht so enden möchte wie Al-Blali. Aber wie gesagt, stellt einfach mal eure Fragen unten in die Kommentare und dann picke ich mir in jeder Lord Weekly Folge mal ein paar Kommentare raus. Ich würde mal sagen, wir machen jedes Mal 5 oder so, wenn das passt. Und dann machen wir das so. Das machen wir auch heute schon in der ersten Ausgabe von den Kommentaren. Aber kommen wir zu den News. KSM hat Giovanni's Island lizenziert. Und das ist ein Film von Production IG, der ziemlich handgezeichnet ist sogar. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, werde es dann aber wohl höchstwahrscheinlich, wenn er nach Deutschland kommt, nachholen. Am 6. April ist der neue Start für ein neues Dragon Ball Kai, hat man in der V-Jump bekannt gegeben. Ich freue mich jetzt nicht so drauf, weil ich nicht so der Dragon Ball Fan bin, aber für die Leute unter euch, die Dragon Ball sehr mögen, wird das sicherlich eine sehr, sehr tolle Sache werden. Slipfish, oder besser gesagt die RTL Group, hat sich die Rechte an zwei neuen Anime-Serien erkaufen können. Und zwar sind das Queensblade und Prisma Illia. Ich freue mich drauf, weil ich Prisma Illia oder Fate Kaleid Lina Prisma Illia schon sehr, sehr gerne sehen wollte. Aber jetzt kann ich das Ganze sogar noch vollkommen legal tun, auf Deutsch. Ist auf Clipfish, das heißt die Qualität ist jetzt nicht so der Shit. Aber immerhin was. Und wie gesagt, oder wie ich immer sage, schaut auch mal bei Clipfish vorbei, wenn ihr Animes sehen wollt. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Gründe dafür. Da die beiden Serien allerdings im Portfolio von Toxic Sushi sind, ist es höchstwahrscheinlich, dass wir auch eine komplett deutsche Version auf DVD oder Blu-ray erhalten. Und das Ganze kommt dann natürlich von Nippon Art. Der Sci-Fi-Manga Terraformers bekommt eine Anime-Adaption. Freue ich mich drüber? Nein. Warum? Ich kenne Terraformers nicht. Das, was ich so überflogen habe, sieht irgendwie nach Splatter-Trash-Trash aus. Deshalb, ich werde mal reinschauen, wenn der Anime dann endlich released wird. Aber bis dahin, Terraformers. Kommen wir also jetzt zu den Kommentaren. Ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht. Nämlich hier zum Beispiel von Manga Design. Cooles Video. Was ich mich aber die ganze Zeit frage, im Hintergrund, von welchen Animes sind die Poster da? Und das kann ich euch jetzt mal zeigen. Oh yeah. So, ich schwenke mal hinüber. Hier sind eine Menge Poster. Da oben haben wir zum Beispiel ein Tomb Raider Poster. Das ist verdammt cool. Das ist in der, wie heißt es? Genau, Survival Edition drinne. Hier haben wir ein Edna bricht aus Poster. Super, super gutes Spiel. Das ist ganz offensichtlicherweise Borderlands. Hier unten haben wir so ein Bierposter. Und hier mal zu den Sachen, die dich wohl mehr interessieren würden. Das ist Hallo SMS. Das ist ein Madoka Magica Poster. Mit Madoka und Homura. Super gut. Und das, was hier so ein bisschen verdeckt ist durch eine Schachtel, ist ein Chunibyo Poster. Und wenn ich dahin komme, wo ich plane hinzugehen nächsten Monat, dann gibt es sogar noch mehr Chunibyo Poster. So viel zu den Postern, kommen wir zum nächsten Kommentar, nämlich von HDFM. Zockst du eigentlich online? Und in der Tat, das tue ich. Momentan sehr, sehr viel die Beta zu Titanfall, weil ich Titanfall super, super geil finde. Ich habe das schon auf der Gamescom angespielt und bin beinahe gekommen. Nebenbei dann nochmal so ein bisschen Call of Duty und Battlefield, je nachdem, wie ich Lust zu habe. Das nächste Kommentar kommt von Captain Zocker. Sag mal, wo schaust du eigentlich immer hin? Ich schaue immer dorthin auf diesen Monitor, denn da sind meine Skripte, die ich ablese. Denn ich kann mir das nicht alles merken. Ich blende hier jetzt kein Skript ein, weil ihr dann seht, wie viele Fehler ich mache in der Aufnahme und was mir einfach mal entfliegt. Zum nächsten Kommentar von Shin Kudo. Wo kann man eigentlich Crunchyroll mit Jersubs gucken? Das ist ganz einfach, da klickst du einfach mal auf Crunchyroll und suchst dir da einen Anime aus, den es auch auf Deutsch gibt. Und dann kannst du im Player die rechte Maustaste drücken und da kannst du dann die Untertitelsprache auswählen. Und da geht das dann. Das letzte Kommentar für diese Woche ist von Otaku Dubtex. Benutzt bei deinen Reviews doch mehr Bilder, kommt besser. Und Otaku Dubtex, das würde ich sehr, sehr gerne tun. Allerdings sagt da die Rechtslage in Deutschland leider nö.
Das ist der einzige Grund, warum ich keine bis wenig Bilder benutze. Und wenn dann nur von Publishern, wo ich die Rechte habe, zum Beispiel bei Peppermint Anime, nochmal danke dafür, danke. Wenn ihr mal wollt, könnt ihr mal die Publisher anschreiben und denen sagen, hey, erteilt dem Lord doch mal Erlaubnis, dass er Anime- und Manga-Szenen zeigen darf. Könnt ihr ja mal tun. Aber das waren so die Kommentare für heute, aber ich habe noch ein spezielles Special-Kommentar, nämlich vom City Bloop. Wer gibt sowas denn bitte einen Dislike? Und das ist bezogen auf mein Video, der Lord hat Geburtstag. Und wer gibt so einem Video bitte einen Daumen runter? Und warum habe ich von einem auf den anderen Tag auf einmal 4 bis 6 Daumen runter auf ein paar Videos? Tja, liebe Hater, aber ich lasse mich von euch nicht unterkriegen. Vor allem, weil ich ganz genau weiß, wer ihr seid. Also, finde ich es nur arm, Leute. Und lasst es doch einfach bleiben. Lasst uns doch einfach alle nur Spaß haben. Aber genug Ernsthaftigkeit und auch genug Kommentare. Kommen wir zum Vlog-Teil. Ja, ihr Splasher. Ich hab ja gesagt, wir gehen mal unterwegs. Und jetzt gucke ich total professionell auf mein Handy. Und jetzt sind wir unterwegs in einem coolen Mediamarkt. Komm mal mit. Ich habe mir so ein cooles Kamerakind mitgenommen, 2 sogar, aber es sind zwei Bitches und wollen sich nicht zeigen. Und eigentlich bin ich hier, um mir eine Festplatte zu kaufen, denn diese Videos, die verbrauchen zu viel Speicher. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, Alter. Ich muss mir echt mal irgendwie... Also ich verstehe dich. Das ist gut. Ich muss mir echt mal ein cooles Mikrofon kaufen. Das ist ein bisschen aufgenommen. Also ja, so ein Headset. Mit so halben Schwanz, Affenschwanz mit Handel. Aber ich suche jetzt mal meine coole Festplatte und dann... Nehmen wir mir auf! So, was ist das? Das ist jetzt meins! Nein, wie geht das da wieder drauf? Achso! Look at them Festplatten. Jetzt also, noch. Wir haben ja einmal das 1TB Modell, dann kann ich ihn auch. 1TB ist ja zu wenig, Alter. Wie viel brauchst du denn? 2 mindestens, Alter. 4TB, das ist mir aber zu teuer, Mann. Das 1TB, das ist mir alles zu wenig. Gucken wir mal da, ihr Splasher. Das sind ja alles interne, das macht ja keinen Spaß hier. Ja, interne darfst du ja auch nicht kaufen. Darfst du auch nicht, echt nicht mehr holen, ey. SSD Upgrade Kit, Alter. So fast. Look at them go. Super durchdachte Bilder, weil ich total der Pro bin. Hier im Film. 99 Euro, das ist irgendwie zu teuer so, ne? Es muss doch irgendwas mehr. Es muss doch irgendwas Günstiges geben. Naja, wir schauen mal weiter, vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Wie zum Beispiel diese Mäuse. Look at that. Und die ist mal super sexy und oh, die ist einfach nur richtig ekelhaft. Mal ernsthaft, wer kauft sich so eine Tastatur, Alter? Ich. Look at that! Das ist gut für die Umwelt. Ach, Umwelt, Alter. Scheiß auf die Umwelt. Tastaturen aus Holz, Mann. Wo sind denn hier die guten Platten hier? Meine Güte. That's how I watch YouTube. Den würde ich mir ja gerne holen. Aber nicht für 3.500 Euro, Mann. Obwohl, der sieht geil aus, ne? Ja, geht das so mit? Kann ich den für eine Tüte haben oder muss ich da einen Karton für haben? Weil sonst nehme ich das so mit. Nee, Sie kriegen so eine praktische kleine Mediamarkt-Tragetasche dafür. Oh ja, alles klar. Wer braucht so viele Boxen, Mann? YouTube Money Haters! So schaut man glücklich Fernsehen, Mann. Aber wer braucht Fernsehen, wenn man YouTube hat? Ohohohoho. Wer bitte nimmt Rolltreppen, Junge? Wir haben YouTube-Partnerkräfte. Look at them Commerz-Schlampen. Und direkt darunter jemand, den ich noch nie zuvor gehört habe. Kein Witz, wer ist das, Mann? Zatz Recto Verso. Und Hannes Wader nicht zu vergessen. Der Shit. Look at them Tomb Raider. Hätte ich auch gern zu Hause, wa? So ein kleiner Lara Croft zum Rumspielen. Look at them Boots. Look at them Anime. Look at them Prizes.
die unscharf sind. Da steht 60 Euro drauf. Und nein, nicht für diesen Preis. So fast! Look at him go! Look at him go! Oh yeah! Look at that speech! Yeah, wir drehen hier ein fettes, cooles VBT-Video hier, mitten in der City, wo die alle coolen Kids hier ihre coolen Videos drehen. Hier, 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 hier. Leute, ganz ehrlich, tut sowas nicht. Filmt nicht in öffentlichen Plätzen eure coolen, hippen Rap-Videos. Das geht nicht. Ich mach sowas nicht. Ich habe das Gefühl, ich laufe gleich irgendwo gegen. Das war also die heutige Folge Lord Weekly. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, seht ihr da und da, beziehungsweise oben und unten noch ein Video, beziehungsweise zwei Videos. Da könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr wollt. Abo nicht vergessen und wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen Daumen hoch da lassen. Oder ihr macht's wie die coolen Hater und gebt mir einen Daumen nach unten, was aber nicht so cool wäre. Deshalb würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.